Und ich habe auch nur eine kurze Bemerkung. Genau, ich möchte dem Öffi nochmal zustimmen. Die Mehrschienigkeit oder das, was ich früher auch mal doppelte Doppelschienigkeit genannt hat, ist vielleicht besser zu sagen, Mehrschienigkeit, die sehe ich für sinnvoll, dass wir verschiedene Unterexperimente machen und einfach gucken, was bei rauskommt, ja, und wie sich's entwickelt. Und ich sage noch einmal, was mir heute noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Biologen mich halt gelehrt haben, dass es zwei Spannungsquellen in Gemeinschaften gibt. Also wenn Gemeinschaften anfangen zu wachsen, also sei es Tamera, Zeck oder Niederkaufung, dann gibt es zwei Spannungsquellen. Einmal die vorteilbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft, die uns zum Beispiel zur Rechthaberei und zur Streitsucht aufhetzen. Ja? Die können wir abbauen mit unserer Supervision. Die können wir im Gespräch quasi bearbeiten und können sie idealerweise aus den Köpfen rauswerfen. Und dann haben wir diese Spannungsquelle beseitigt. Aber die Biologen sagen, nein, das reicht aber nicht ganz. Es gibt noch eine zweite Spannungsquelle in Gemeinschaften unter Menschen, nämlich diese DNS-Befehle, die ich vorhin genannt habe, schieße mich, deine DNS, in die Zukunft und räume alles andere aus dem Wege. Und das kann dann zu gewissen gespannten Situationen zwischen zwei Männern oder zwei verschiedenen Männern. Es kann dazu führen, dass Männer zum Beispiel manche Kinder irgendwie dann doch nicht ganz so liebevoll behandeln, wie man sich das wünscht. Ich habe die Zahlen ja genannt, dass also wenn Männer wissen, dass ein Kind nicht von ihnen ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit der Misshandlung, des sexuellen Missbrauchs, der Gewalttaten und der Tötungen um das 40-fache an. Ja? Und diese Spannungen zwischen Frauen, ja, und so weiter. Und da ist das Besondere, dass mich die Biologie gelehrt hat, vielleicht kann man es nicht besser machen, als dass man die Bonobos und den späten Homo erectus kopiert und die Mechanismen, die die dort verwendet haben, um diese zweite Spannungsquelle, nämlich diese DNS-Befehle, zu neutralisieren und zu, ja, letztendlich ineffektiv zu machen, dass man die verwendet. Und das ist halt so dieser Punkt, der mir dabei so wichtig ist. Ja, also, und wir suchen das Ende. Wenn du noch was hast, was dir besonders wichtig ist, dann jetzt.